Vom 18. bis 23. September fand auch in diesem Jahr in den Kölner Messehallen die Fotokina statt. Deutschlands Edelschmiede für Objektive brachte nicht nur ein begehbares Objektiv mit auf die Messe, sondern auch jede Menge Kameras, um daran Zeiss-Optiken zu demonstrieren. Darunter auch die begehrte Blackmagic Cinema-Kamera. Die Kamera selbst ist tatsächlich etwas preiswerter als das Objektiv. Die Bedienung der Blackmagic Cinema-Kamera erfolgt hauptsächlich über den Touchscreen. Kameraeinstellungen, Toneinstellungen, Aufnahmeeinstellungen und die Display-Einstellungen. Ein doppeltes Antippen des Bildschirms vergrößert das Sucherbild, um die Schärfeeinstellung zu erleichtern. Casio zeigt die Exlim ZR1000, mit der sich auch schnelle Bewegungen mit der Serienbildfunktion präzise einfangen lassen. Ready? Go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow! Habt ihr das gesehen? Wahnsinn, oder? Der Junge kann was! Ich fass nicht. Auch Canon zeigt seine Cinema-Kameras. Die 4K-fähige C500. Genau. Das geht wunderbar. Alles andere. Ja, wenn ich hier so laufe. Ja, genau. Dann ist das unscharf. Und dann, ja, okay. Das kann auch schon gemeint sein. Und die 2K-fähige C300. In einem kleinen Kino kann die Qualität der elektronischen 4K-Filme begutachtet werden. Ein DSLR-Rig ist in seiner Handhabung nach wie vor gewöhnungsbedürftig. Canons Paparazzi-Objektive zum Testen. Der Cobra Crane ist ein Crowdfunding-Projekt. Sollte er dann in Produktion gehen, kostet er etwa 199 Euro. Ich kann Dollyfahrten realisieren, da lasse ich ihn gerade stehen. Dann kann ich hier einfach eine Seitenbewegung machen. Ich kriege eine ganz, ganz saubere Dollyfahrt seitens. Und dann können wir erst mal Geld damit wir Die Firma Sewe präsentiert das Fotobuch. Die eigenen Fotos als gebundenes Buch in Kunstdruckqualität ist schon seit einiger Zeit ein Renner. Aber man kann auch andere Dinge mit eigenen Fotos verschönern. Zum Beispiel Kopfkissen, Tassen und das Lätzchen vom Teddybären. Danke. Sony präsentiert seine XDCam 422 HD Camcorder. Sowie die AVCHD Camcorder-Baureihe.
das Bild ist das Wichtigste. Niemand interessiert sich im Kino dafür, mit welcher Kamera und warum und mit welchen Einstellungen. Man sitzt da, man guckt auf die Leinwand und sagt, hey, das sieht richtig schick aus. Und das ist der Gewinn dieser Kameras. Wird dieses kleine Wunderwerk Einzug in deinen täglichen Gebrauch erhalten? Du hattest sie jetzt nur zum Testen. Ja, aber wir werden, wie wir auch hier gerade auf der Fotokina sozusagen fixiert haben, werden wir unsere neue Kamera 3DVD unter anderem mit dieser hier, mit der 99er drehen und mit der Next. Das heißt, ich werde sie die nächsten 2-3 Monate werde ich sie noch im Studio haben und wir werden auch weiter damit schöne Bilder drehen können. Und dann natürlich, wenn sie denn verfügbar ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, denke ich drüber nach. Weil das ist etwas, was normalerweise sagt man immer, der Kunde will immer groß sehen. Das ist richtig. Ja? Groß ist in einem gewissen Rahmen auch Geld. Ja? Aber wenn man dann sagt, okay, man hat jetzt hier eine Kamera, die halt innen sehr groß ist und die Welt leichter macht. Wir haben nächste Woche einen Dreh, wo wir durch ein Büro durchlaufen. Da ist das zu groß. Ja? Dann kann ich hier, da ist so ein Active Steadicam ist da drin, oder Steadyshot, da kann ich damit durch ein Büro durchlaufen, schraube mir die entsprechende Optik vorne drauf und dann bin ich hiermit deutlich bequemer unterwegs als mit einem Gerät, wo ich einfach hier mit Schulterklappe dann ne, so und dann durch die Tür, boom. Ja. Es ergeben sich neue Einsatzmöglichkeiten. Insofern, ich denke schon, dass das für mich ein Punkt ist, wo ich sage, jawohl, das werde ich mir fürs Studio zulegen. Lutz, das bedeutet für mich, ich habe gestern wieder ein bisschen geguckt, ich freue mich, wenn ich dich wieder auf Agentenjagd mit dem kleinen Ding sehen werde. Du hast meine Tutorials gesehen. Richtig. Ja. Auch Panasonic hat viel Neues zu bieten. Hier stehen vor allem Fotoapparate, wie die spiegellose Lumix GH3 im Fokus. And yes, he's from Australia. He began shooting sports, but now he does Summer Olympic Games, which is always exhilarating. Sydney, Athens, and the last London ones, which is great. We've also covered news events in a number of different countries, from Libya to Japan, Iraq, Afghanistan, Pakistan. So I've got to see a lot of the world. You were also there at Saddam Hussein's trial, right? Yes, yeah, for a week or 10-day period. I covered the trials. It was pretty amazing to kind of be there in the presence of the man and photograph him. That was three months just before he was killed. So that must have been pretty intense. It was. Wow. So you travel a lot. How much time do you spend at home when you are? This year it's been about a month and a half at home. All right. Well, you probably have the address noted down somewhere, in case you should forget it. There you go. You've been working now with the GH3. That's right. Where did you go to take it? I took it to my base in India, and I was given the camera literally the second last day of the Olympics, and was reading the manual on the plane on the way back home. I threw my washing in the washing machine and then took another plane to Varanasi, where I had the opportunity to test the camera for 6 days. So how did you two get it on? Not too bad, actually. Did you become friends? We did become friends. We bonded. Must have been easy and nice to travel light for a change. It was. I mean, this camera system is a lot smaller than what I'm used to, so it's just at the end of the day and carrying the lenses around, sort of you have the extra spring in your step.